Hallo und herzlich willkommen hier zweite Folge hier bei der Karte Kopf gesagt. Nee, hier Karte von Thüringen, so 3.101. Ja, jetzt fahre ich mit den Rollern Richtung Hof 3. Und dort werde ich dann versuchen, die Reste von der BGH, die Silage, in Hänger zu bekommen. Und dann später ja, umkuppeln, ne, und da kann der andere Traktor weiterfahren. In Ansicht. Und dann versuchen wir die BGH aufzukriegen, die letzten Abteile kann man sagen. Das wird garantiert mehrere Abteilungen sein, keine Ahnung warum es so ist. Aber wahrscheinlich ist das natürlich meist Plus geschuldet. Vermute ich mal, oder vom Kast auf der Karte direkt. Die sieht los, dass die sich nicht so öffnen lassen wie, ja, wie standardmäßig, ne? Also muss ich ein bisschen jetzt gucken, hinkriege, dass wir da das jetzt auch rausbekommen. Ne? Hatte ja anfangs auch gedacht, wo wir es vorne aufgemacht hatten, Richtung Hof, dass es auch nicht weiter aufgeht. Und dann, wo das hinten auch sauber war, halbwegs, ging es vorne auf. Entschuldigung, warum es so ist, wahrscheinlich so programmiert. Oder warten, wie das ausgelöst wird, was man aufmachen kann, weiß ich nicht. Entschuldigung, Schluck auf. Zeit 6:45 fast. Wahnsinn. Aber das war ja bei mir so geplant. Tja, ich wünsche mal einen schönen Sonntag. Es soll jetzt aktuell ein bisschen Top-Wetter sein. Ne? Nutzt es aus. Das kann irgendwann schlussartig also ruckzuck vorbei sein. Dann ist der richtige Herbst da. Schau mal. Vollgas, Junge, Vollgas. Oh ja, Minusgrade. Aber gut, das ist normal nachts, ne? Ist eh an sich wenig Minusgrade, ne? Also man, so kalt ist es auch wieder nicht, ne? Minus 1 Grad und naja, früher Winter, das ist normalerweise Dezember. Es ist eigentlich noch oft, sehr, sehr oft noch recht mild. Wo dieses Jahr wahrscheinlich es nicht so sein wird. Jo, wo fangen wir am besten an, ne? Fangen wir vorne an. Nach hinten gehen, nach vorne. Fräse an. Lassen wir oben. Da geht nichts raus. Mal runternehmen. Keine Chance. Dann probieren wir mal die kleine Ecke in der Mitte. Meine Sorge wird Schnee reinkriegen, das ist. Der Hänger mal abkippen. Ja, schließen. Gut, da haben wir die Ecke auch sauber. Geht nichts auf. Ah,
Nein, war noch nicht das Werkzeug, da war gegenüber. Mal gucken, ob wir da Ecken was machen können. Aber da scheint nichts zu gehen. Nein, das nehmen wir. Das hat befürchtet. Ja, dann können wir hier vorne auch gleich Schnee mitnehmen, ne? Ist auch egal. Guck mal hier ein bisschen. Dann brauchen wir nächstes Mal keine Angst haben. Aber nicht überall Schnee, ne? Mit. Dann machen wir noch den Schnee räumen. Wenn's geht. Einmal geht's ja nicht. So, da nicht rein, du. Abkippen wollte ich noch. Aber jetzt hoch und aus. Sonst ist das gleich wieder voll. Kippen wir ab den Rest. Mal schön Berg und Frühling. Das geht wieder zu. Dann gleich mal links wegräumen. So. Und nach vorne gehen wir. Kannst auch gern voll machen, sonst soll ich wurscht, Hauptsache hier vorne ist weg. Geht leider nicht so perfekt, wie man es will. Also es geht optisch nichts weg. Und Objekt verstecken wäre nicht so sinnvoll. Dann wäre das weg. Und hier geht's nicht auf. Und hier auch nicht. Was ich machen könnte, jetzt noch gleich schnell
die Ecken weg löschen. Wollen wir den Radlader probieren? Das wechseln kriegen, ne? Jetzt hat sie ja trotzdem geöffnet, wo hier noch die Lade stand. Also von daher. Anscheinend nimmt die Fräse die Schaufel ganz gerne an. Komisch. Oh, die Fräse aus, das ist doch nichts drin. Ja, ein bisschen geht noch weg. Das ist aber nur meistens bis zur Ecke, dann ist vorbei. Meistens zu weit, der Bursche. Und die Ecke geht auch nicht weg. Und wenn ein Radler das Ding machen könnte, ich glaube eher nicht. Fahren wir zurück. Und nehmen wir den blauen Traktor hier, den Holland. T8 ist er, glaube ich. Das ist nach links. In der Ecke hier noch rein. Nur in den Schnee reinfahren, ne? Jetzt sind wir meistens alle voll. Du willst auch nicht weg gehen. Geht an der Ecke ran nochmal ganz kurz. Na, will nicht klappen. Fräse aufheben, Fräse ausschalten. Irgendwas war. Dann abkuppeln. Anhänger. Fräse wegstellen. Weit weg, hatte ich im Weg steht. Vielleicht gibt es ja schon bessere Fräsen im Nordordner oder so oder im irgendwo Unterladen, möglich ist es. Da ist ja noch von ganz frühen Anfängen. So. Das Güterstück ist meine letzte Waffe, kann man sagen. Der löscht nämlich alles weg. Er nimmt nicht auf, er löscht. Aber bevor ich das mache, kurz gucken. Meinmal mal, dann geht's auf und dann ist gut. Da geht nichts auf. Dann müsste ein R erscheinen, Seele aufdecken. Also links. Deswegen ist das Menü an.
Ja. Tut mir sieht nichts. Warum wird jetzt angezeigt? Nächstes vorige Werkzeug. Objekt aufheben sicherlich hier. Sollen wir mal so vielleicht direkt davor stehen. Nee. Dann müssen wir das trotzdem mit der Fräse frei machen. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Das werden wir jetzt auch nicht so schnell feststellen. Einfach probieren. Das Ding brauchen wir nur senken. Anschauen wir auch nicht. Dann geht die Silage weg. Wir haben eine saubere Kante und dann kann es leicht sein, dass das funktioniert. Ich hätte eh keine Chance gehabt, das wegzubekommen. Wie gesagt, der Kehrbesen löscht die Bodentextur, die Spur geht ja auch weg. Bin soweit schon. Der Schnee geht auch hervorragend weg, aber das Gras auch. Also wenn man Schnee räumen will und automatisch mit Autodrive, damit geht das weg. Ja, Bissen geht auch vom Silo weg. Aber das muss man jetzt so sein, ne? Da wäre auch sauber jetzt. Mal gleich hier vorne das wegmachen hier. Mit Schnee vor allem. Einnahmen BGH 627.000. Immerhin, ne? Wir haben auch nicht konstant beliefert, also es geht ein bisschen mehr. Und wenn das gut klappt, dann kann auch die zweite BGH bedient werden, die Hof 3. Und dann kann man die Einnahmen locker 1 Million rauskommen. Über einen Tag platzieren, ne? So, ein bisschen noch eine Ecke. Das ist alles Weißes. Gut. Guck mal nach. Silo verkaufen, das ist nun nicht mehr meine Absicht, ne? Da geht nichts. Und vielleicht nächste Woche beim Neuladen. Also in 7 Tagen bei mir jetzt. Bei euch wäre es dann morgen.
Das geht dann auch nicht. Hier geht's auf. Aber wo? Das war das Nachbarsilo. Was nicht da ist, ne? Also hier das Stückchen hier vorne ging zu öffnen. Da ist jetzt auch was offen, rechts. Na ja, mal schauen nächste Woche, was sie da tut. Frucht als Schnee, das ist gut. Ja, zum Schluss soll es auch schon heute gewesen sein. Schönen Dank für fleißig Reinschauen. Tschüss, ciao, ciao. Ja, ich hoffe, dass es morgen dann funktioniert. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Danke fürs Reinschauen. Tschüss.